Hi, danke, dass du reinklickst in Theos Welt, einfach anders glauben, leben. Ich stelle dir heute ein Buch vor, Gott 9.0, und werde versuchen zu erklären, worum es in diesem Buch geht. Ist ein bisschen komplexer, und dir am Ende des Videos dann auch noch erzählen, wie das in mein Modell vom Lebenskompass hineinpasst. Ich bin Theo, logisch unterwegs mit Büchern, und in diesem Buch geht es um Entwicklungsstufen, um Ebenen, die ein Mensch oder auch eine ganze Gesellschaft durchlaufen kann. Diese verschiedenen Ebenen werden hier beschrieben. Hintergrund von dem Ganzen ist die Arbeit von Ken Wilber, dessen integraler Ansatz, und dann speziell auch nochmal dieses Modell von Spiral Dynamics. So, erstmal zum Buch selber. So sieht das aus. Gott 9.0, Vorwort von Richard Rohr. Das kostet ungefähr 25 Euro. Es hat ungefähr 300 Seiten. Und so sehen die drei Autoren bzw. Autorin aus. Dieses Modell, das dahinter liegt, ist ziemlich komplex, weil es so viele verschiedene Ebenen behandelt, sowohl menschliche als auch gesellschaftliche Ebenen. Vielleicht lässt es sich am besten so erklären. Menschheitsgeschichtlich haben wir oder unsere Vorfahren verschiedene Stufen durchlaufen. Am Anfang waren das Jäger und Sammler, die sich dann zu Familien zusammengeschlossen haben, zu Sippen, zu größeren Verbänden. Dann sind Königreiche entstanden, es gab Kaiser und große Weltreiche sind da entstanden. Dann gab es wieder einen Umbruch mit der Aufklärung, die Neuzeit ist entstanden, die Moderne, später die Postmoderne. Und all dies sind verschiedene Stufen, die durchlaufen werden können. Diese verschiedenen Entwicklungsstufen werden in dem Modell einfach mit verschiedenen Farben gekennzeichnet, um das wertfrei nebeneinander zu haben. So gibt es eine rote Phase, eine blaue, eine grüne und so weiter. Das Besondere an den Beschreibungen dieser verschiedenen Stufen ist, dass es die Weltsichten der Leute, die in dieser jeweiligen Stufe stehen, deutlich macht. Ja? Das ist, als ob jemand, der in jeder in seiner Stufe ist, als ob eine bestimmte Brille auf hat mit einer bestimmten Farbe, und der eine guckt da mit einer blauen Sicht auf die Welt, der andere guckt mit einer roten, der nächste guckt mit einer orangen Sicht auf die Welt. Das wird beschrieben, und diese Weltsicht, wie ich darauf gucke, entscheidet über alles, was ich denke, was ich glaube, was ich für richtig halte, letzten Endes sogar, wie mein Gottesbild ist. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Blau wird als die Phase, so sag ich mal, des Mittelalters bezeichnet, wo es darauf kommt, Regeln zu befolgen, die Gesetze zu befolgen, dem König zu gehorchen. Und dann kommt die Zeit der Aufklärung, des Orangen. Da brechen Leute diese Regeln, diese Hierarchien werden in Frage gestellt. Es kommt zu unternehmerischen Aufbrüchen. Ja, das ist der Wechsel von Blau zu Orange. Ich lese dir mal eine Stelle aus diesem Buch vor, dass du den Stil auch mitbekommst, in dem das geschrieben ist. Seite 109. Orange ist der große geistige Schritt vom Mittelalter in die Neuzeit. Nach mehreren Jahrtausenden Herrschaft der blauen Hierarchien begehrt erstmals eine nennenswerte Zahl von Menschen auf gegen die bis dahin nie ernsthaft hinterfragten Autoritäten. Einen der bedeutendsten religiösen Momente, in denen sich Orange in Europa aus der blauen Eierschale befreit hat, sehen wir in der Reformation Martin Luthers. Ich hoffe, ich habe einigermaßen verständlich machen können, worum es in diesem Buch geht. Es ist nicht einfach. Und auch das Lesen dieses Buches und das Verstehen dieses Modells ist nicht einfach. Es erfordert einiges an intellektuellen in Arbeit da hineinzugeben. Ja? Aber der Ertrag ist einfach enorm, weil du dann anfängst zu begreifen, wie du selber tickst irgendwie und wie andere Leute ticken, wie aus welchem Weltbild, aus welcher Geisteshaltung sie argumentieren. Du fängst an zu verstehen, warum manche noch an so einem rigiden Sühne- und Erlösungsgott mit Bestrafung festhalten, während andere von Allvergebung reden, und du kannst es alles viel besser einschätzen und verstehen. Ich habe, wie gesagt, ein eigenes Modell namens Kraftkompass entwickelt. Darüber werde ich demnächst ein eigenes Video machen, das ich dann hier oben verlinke. Wenn du hier was siehst, weißt du, das Video gibt es jetzt. Und nur so viel, dieses Buch und dieses Modell, das dahinter steht, von Entwicklungen, von Weltsichten, gehört in meinem Kraftkompass in den Norden, wo es um kognitive Fähigkeiten geht. Und es ist wichtig für jeden Menschen, sich seinen Standpunkt zu reflektieren, vielleicht auch sogar zu verändern, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Also klare Empfehlung für dieses Buch. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Am Ende eine Bitte: Abonniere doch diesen Kanal, indem du hier unten draufklickst. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Theos Welt, einfach anders glauben, leben.